Hier ist das Gehörlosenzentrum in Frankenthal. Wir sind aus einem besonderen Anlass hier, denn vor 30 Jahren wurde ganz in der Nähe in Ludwigshafen die Deutsche Gehörlosen-Sportjugend gegründet. Das war also genau vor 30 Jahren. So treffen sich heute hier Gehörlose und Mitbegründer, um sich über ihre Erfahrungen und anderes auszutauschen. Interessant ist, dass es bis dahin vor und nach dem Weltkrieg keine Jugendvereine, Jugendverbände oder ähnliches gab. Die Gehörlosen Sportjugend war der erste Verband, und zwar bis jetzt. Begleiten Sie uns nun hinein zu Interviews und Geschichten aus der guten alten Zeit. Ich heiße euch willkommen und bin sehr froh, zwei besondere Personen begrüßen zu dürfen, nämlich Alexander von Main vom Deutschen Gehörlosenbund und Werner Boska vom Deutschen Gehörlosen Sportverband. Natürlich habe ich damals eine schöne Zeit mit Rudi Seiler bei der Zusammenarbeit in der Sportjugend erlebt. Die Motivation damals war sehr hoch. Das Interesse war groß, obwohl alles ehrenamtlich lief. Aber Gemeinschaft, Zusammenarbeit und das Team waren super. Daraus habe ich viel gelernt. Deshalb kann ich beim Landesverband diese Erfahrungen weitergeben. Ohne die Arbeit damals wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Das war ein schönes Erlebnis, das Weltjugendlager in Köln. Es war toll, 450 Teilnehmer waren dabei. Die Jugendlichen kamen weltweit von überall her. Ausgenommen Amerika, das war Pech. 450 Leute aus dem Ausland, das war eine schöne Zeit. In Köln beim Weltjugendlager 1981. Ich darf sagen, dass wir beide achtzig Prozent der Fotos gemacht haben. Viele sind da, auch Langweilt mit dem Dokumenten des Gründungsprotokolls von 1979 Ich möchte kurz erzählen, wie die DGSJ entstanden ist, wie und woher die Idee zur Gründung kam. Ihr habt alle beim Herumreichen das wichtige Dokument aus der Zeit vor 30 Jahren gesehen. Damals traf man sich in Erwartung der Gründung der DGSJ. Einen Tag später wurde über das offizielle Protokoll abgestimmt. 37 Vertreter von deutschen Sportvereinen, Jugendwarte, Landesjugendwarte waren zusammengekommen. Bei der Jugendvollversammlung fand die Gründung genau am 31. März statt. Der Geburtstag war also vor drei bzw. vier Tagen, 30 Jahre zuvor. Das war damals in Ludwigshafen. Wir haben schöne Zeiten erlebt. Angefangen mit dem Gründungsdatum, 31. März 1979. Da war ich als Gründungsmitglied dabei. Bis 1994 haben wir dann viel erlebt. Lehrgänge, internationale Begegnungen, ob jung, ob alt, ob Sportler aus dem Ausland. Einen Höhepunkt gibt es für mich nicht. Aber die Mentalität, der Umgang miteinander. Die Menschen sind sehr unterschiedlich, habe ich festgestellt. Das war für mich auch ein Lernprozess. Heute muss ich sagen, dass Dieter Langwald am längsten als Jugendwart tätig ist. Am längsten von allen, ich glaube, vierzig Jahre. Vierzig Jahre, stimmt das? Fünfzig Jahre. Applaus. Klar, ich liebe es, für die Jugend zu arbeiten. Heute schauen wir auf dreißig erfolgreiche Jahre zurück. Ich selbst war vorher schon in der Jugendarbeit dabei. Von 1986 bis 1990. Also vier Jahre als Referentin für Finanzwesen. Dabei habe ich viel gelernt, auch Buchhaltung. Das schönste Erlebnis für mich war 1987. Die Europäische Jugendwoche in München. Parallel fanden die Europäischen Leichtathletikmeisterschaften statt. Damals war Rudi Seiler im Präsidium des Gehörlosen Sportverbandes. So beauftragte er mich mit der Organisation der Europäischen Jugendwoche. Das war für mich eine wirklich schöne Aufgabe. Ich habe viele Erfahrungen sammeln können. Nicht nur im Finanzbereich, das war nur Nebensache für mich. Für mich war mehr der Umgang mit den Menschen. Meinungsaustausch und gemeinsames Lösen der Probleme wichtiger. Wir konnten Erfahrungen austauschen und Jugendlichen beraten. Als gleichwertige Partner haben wir sehr viel schaffen können. Das war interessant für mich, obwohl es mit viel Arbeit verbunden war. Aber dadurch habe ich viel Schönes erleben können. Ich war schon früh als erster Vorsitzender tätig, mit 33 Jahren. Jugendleiter war ich aber nie. Gleichzeitig habe ich auch viel in die Jugendarbeit investiert. Später sprach mich Rudi Seiler auf Mitarbeit in der Sportjugend an. Für den Berliner Raum hatte ich schon Jugendlager organisiert. Also folgte ich Rudis Aufruf und stieg dort gern mit ein. Für mich war vor allem der Kontakt zu anderen Leuten wichtig. Denn in Berlin waren wir ziemlich abgeschlossen aufgewachsen. Außerhalb Berlins konnten wir neue Gesichter sehen. Hamburger, Münchner und viele andere kamen. Dadurch konnten wir unseren Wissenshorizont erweitern. Dank der Arbeit bei der Sportjugend gründeten wir ein Kofo. Mit Gertrud Malli haben wir das Kofo damals gegründet. Und durch die Sportjugendkontakte entwickelte es sich gewaltig. Für mich als Berliner, ach, das ist ja schon lange her, wann war das nochmal? Da war ich noch nicht bei der deutschen Gehörlosen Sportjugend. Das war noch länger her. Ich war damals in Berlin beim taubstummen Schwimmverein. Da bin ich 1959 eingetreten. Etwa um 1960 fing ich an, mich in der Jugendarbeit zu engagieren, und bis heute bin ich dabei geblieben.